Hey Leute, ich bin's, MacTaverick. Ja, was ihr hier seht, das sind Kriechspindel und ich möchte euch zeigen, wie ihr euch solche Pflanzen selber ziehen könnt, beziehungsweise wie ihr die Pflanze vermehren könnt. Das Ganze kann man sehr, sehr gut mit Stecklingen machen und ich zeige euch, auf was ihr alles dabei achten müsst. Wie ihr sehen könnt, gibt es diese Kriechspindel hier in verschiedenen Farben. Damit ihr jetzt die richtigen Stecklinge auswählt, müsst ihr euch die erst einmal richtig anschauen. Für die Vermehrung eignen sich jetzt besonders gut oder am besten bereits verholzte Stecklinge, die ca. 15 bis 20 cm lang sein sollten. Ihr seht hier, dass die hier bereits verholzt sind. Das heißt, hier kann ich mir ein Steckling von abschneiden. Schneidet euch ruhig mehrere Stecklinge ab, dann habt ihr höhere Chancen, mehr Pflanzen zu erhalten. Und ja, das mache ich jetzt erst einmal. Ja, dann sucht ihr euch einen passenden Ort, wo ihr die Stecklinge anziehen könnt. Das ist hier bei mir ein Ort, der im Schatten liegt. Ihr könnt auch sehen, ich habe hier schon so ein bisschen Rasenschnitt ausgelegt, damit der Boden immer ein bisschen feuchter bleibt. Ja, und dann bereite ich entsprechend meinen Steckling hier vor und die anderen auch. Ich entferne erstmal soweit die ganzen Abzweigungen bzw. Blattpaare und lasse nur die oberen stehen. Aus dem Grunde, weil der Steckling ja noch keine Wurzeln hat und gar nicht in der Lage jetzt wäre, diese ganzen Blätter hier zu versorgen. So ein paar lasse ich dran wegen der Photosynthese. Ja, und dann kann ich die jetzt einpflanzen. Da muss ich mal schauen, ich habe mir hier schon so kleine Löcherchen reingemacht. Die jetzt wieder finde. Na, wo war es denn hier? Ich mal gucken. Ah, hier so ein bisschen. Nee, doch nicht. Okay, muss ich noch mal welche nachstechen hier. So, ihr steckt die dann nämlich circa 5 bis 10 cm tief im Boden rein. Und das macht ihr dann mit allen Stecklingen soweit. So, alle Stecklinge habe ich jetzt eingepflanzt. Jetzt ist es ganz wichtig, damit die Stecklinge natürlich auch anwachsen, brauchen sie Wärme. Deshalb empfiehlt es sich, das vom Frühjahr bis spätestens in den Herbst hineinzumachen. Und was neben der Wärme noch wichtig ist, die Feuchtigkeit. Das heißt, achtet darauf, dass es regelmäßig feucht ist hier, das Erdreich. Wenn nicht, dann müsst ihr entsprechend gleich wieder gießen, damit die ganze Zeit die Erde feucht ist. Ja, und jetzt heißt es ca. 8 Wochen warten. Und dann kann man mal schauen, ob gegebenenfalls die Stecklinge gewurzelt haben. So, sind nun 8 Wochen vergangen und jetzt will ich hier mal schauen, ob ich meinen Steckling herausbekomme. Ich nehme mal wieder hier so einen Ast, prokel mal hier so ein bisschen schön das Erdreich schon mal locker auf. Und dann gucke ich mal, ob ich hier vorsichtig meinen Steckling rausgezogen bekomme. Man soll es eigentlich nicht gleich machen, die rausziehen. Man soll sie immer noch etwas länger drin lassen. Aber hier, da ist schon eine Wurzel dran, könnt ihr sehen. Der hat also gewurzelt, die anderen lasse ich drin. Es ist immer besser, wenn man dann die erst noch schön anwachsen lässt weiterhin. Ich pflanze den jetzt auch wieder ein. Und dann erst im nächsten Frühjahr. Beziehungsweise das ist jetzt Sommer, wenn ich sie erst im Herbst umpflanzen würde, damit die Wurzeln sich einfach noch weiter kräftigen und setzen. Aber ihr seht, so funktioniert das. Immer darauf achten, dass die Erde schön feucht ist, dass sie warm ist. Und ja, umso mehr ihr darauf achtet, umso schneller bilden sich dann auch die Wurzeln. Ich hoffe, diese Anleitung hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich gerne kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac Perverick.